Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich bin für dich da, so sagen dieser Tage manche Eltern zu ihren Kindern. Ich bin für dich da, so sorgen sich Geschäftsführende um ihre Mitarbeitenden. Ich bin für dich da, verspricht eine Frau ihrer Lebenspartnerin. Ich bin für dich da, sagt Christus zu uns und er trägt uns. Er kennt den Weg durch Leiden und Tod hindurch und führt uns zum Licht. In Brot und Wein feiern wir seine Gegenwart, von der wir leben. Lasst uns ihn anrufen. Herr Jesus Christus, du bist nicht gekommen, dir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wir beten dich an. Du gibst dich hin für das Leben und das Heil der Welt. Wir beten dich an. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du nimmst auf dich unsere Schuld und schenkst uns Versöhnung und Frieden. Wir beten dich an. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aus dem Buch des Propheten Jeremia im 15. Kapitel. Ach Herr, du weißt es. Gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht hinweg, indem du deinen Zorn über sie zurückhältst. Erkenne, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand. Denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht verlässlich Wasser gibt. Darum, so spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen, und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Wort des lebendigen Gottes. Dank
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes im 11. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Es versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer und den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Wisst ihr nichts? Ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, weissagte er: Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lebendiger Gott, du lässt uns in Ungewissheit und Sorge leben. Dennoch bist du unsere Hoffnung und unsere Kraft. Darum bitten wir dich. Für deine Kirche, für ihre Gemeinden und Gemeinschaften, für alle, die Verantwortung tragen und in ihr arbeiten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Arbeit und Einkommen gefährdet ist durch Schließungen, Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die zu viel Arbeit haben, in Praxen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern oder zu Hause. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, deren Grundrechte auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Religionsfreiheit eingeschränkt sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott der Güte, führe uns aus unseren Sorgen hin zum lebendigen Vertrauen. Erhöre uns durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Thank you.
Gepriesen bist du, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass uns dieses Brot zum Brot des Lebens werden. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und unsere Freude. Lass uns diesen Kelch zum Kelch des Heils werden. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Mit diesen Gaben bringen wir unser ganzes Leben vor dich, Mühe und Freude zugleich. Wir bitten dich, wandle und erneuere uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet eure Herzen. Wir erheben sie zum Herrn. Lasst uns dem Herrn danken, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du in die Welt gesandt, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und uns erlöse. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward und mit den Seinen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank und brach's, gab's den Seinen und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum gedenken wir deines Sohnes Jesus Christus. Er lebte sein Leben ganz für dich, er lebte sein Leben ganz für uns. So ist er den Weg der Liebe gegangen, der ihn durch den Tod hindurch ins neue Leben führte. Damit hat er vor der Welt deine Liebe bezeugt und er rettet alle, die an ihn glauben. Wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist und segne uns und diese deine Gaben, dass wir in, mit und unter Brot und Wein Christus im Glauben leibhaftig empfangen und in ihm das Leben finden. Demütig bitten wir dich, wie du deinen Sohn auferweckt hast von den Toten und seinen irdischen Leib gewandelt hast in himmlisches Wesen,
so wandle auch uns und schaffe diese Welt neu nach deiner Liebe. Lass uns mit allen Gläubigen das Mahl der Freude feiern in deinem Reich. Durch Christus nimm Wohnung in uns und lass uns in deiner Liebe wachsen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch und mit deinem Geist. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde Welt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Christi Blut für dich vergossen. Amen. Christi Leib für dich gegeben.
Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Amen. Christi Blut für dich vergossen. Amen. Was wir mit dem Munde genossen haben, lasst uns im Herzen bewahren. Und diese Gabe in der Zeit gereiche uns zum Heil auf ewig. Geht hin im Frieden. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Gütiger Gott, du hast der Welt deinen Sohn gegeben, um uns deiner Versöhnung gewiss zu machen. Hilf uns, in der Kraft dieses heiligen Mahles unser Leben in Liebe und Vertrauen zu führen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewig dank.